Licht ist gut für Körper und Geist, beruhigt oder aktiviert, je nach Farbe und Intensität. Die Ursache dafür ist die Produktion von Glückshormonen, die uns mobilisieren. Verschiedene Lichtstimmungen sind somit wichtig für unser Wohlbefinden und da kommt die LED ins Spiel. Die schönste Stimmung kann man erzeugen mit dem Leuchtmittel, so wie da zum Beispiel das Filamentleuchtmittel ist. Das bringt sehr ein warmes Licht, also wärmer sogar als wie die Glühbirne selbst war und ist trotzdem LED-Leuchtmittel. Und mit solchen Leuchtmitteln kann man eigentlich für den Raum eine super warme Stimmung erzeugen. Einen Raum kann man sehr hell gestalten, zum Beispiel so wie mit dieser Strahleserie ist. Dadurch kann ich in jedem Bereich die Leuchten schwenken und kann den Raum gleichmäßig ausleuchten. Oder man nimmt sowas wie hier ist, die Flächendeckenleuchten. Die sind super, weil ich den Raum gleichmäßig ausleuchte und alles ist hell. Was bei der auch toll ist, ist, dass ihr das mit der Fernbedienung zum Beispiel dimmen könnt. Dass ihr dann wirklich sagen kann, von der Helligkeit her, ob es eher heller oder dunkler haben will. Mit Hilfe von Elektrochips aus Halbleitern erzeugt die LED Licht. Das ist grundsätzlich blau. Erst durch die Mischung mit gelbem oder rotem Licht lassen sich verschiedene Stimmungen von warm bis kalt erzeugen. Die häufigsten Fragen vom Kunden sind beim LED die Lichtfarbe. Es ist beim LED so, dass man ja in einem Wohnraum möchte man ein warmes Licht haben. Das sind dann 2700 Kelvin, so wie die alte Glühbirne war. Und wenn man sagt, man geht in ein Büro, dann möchte ich ja doch ein tageslichtähnliches Licht haben und das ist dann eher ab 4000 Kelvin. Und somit kann man sich eigentlich da das ganz gut aussuchen, weil beim LED ist alles möglich. Auch eine Frage, die oft gestellt wird, ist die Lebensdauer vom LED. Eine LED hat im Schnitt ca. 25.000 Brennstunden. Im Vergleich zu einer normalen Halogen- oder normalen Glühbirne, die doch nur 2000 Brennstunden hat, ist LED doch sehr langlebig. Grundsätzlich sollte man zur LED greifen. Diese sind sparsamer und bieten viel mehr Auswahl für die unterschiedlichen Lichtsituationen. Was mit LED jetzt auch leistbar ist, ist sein eigenes Smart Home zu Hause aufzubauen. Man kauft sich dann die Leuchten, montiert sie, ladet dann die App runter und kann dann übers Tablet oder übers Handy jede Leuchte in seinem Zuhause steuern. Grundsätzlich können alle LEDs mit einem Zeitschalter betrieben werden und funktionieren mit speziellen Bewegungsmeldern. Aber Vorsicht, nicht alle sind dimmbar. Unter bestimmten Voraussetzungen sind LEDs auch im Freien einsetzbar. Dazu müssen die Leuchtmittel vor Feuchtigkeit geschützt werden. Die LED ist mittlerweile Stand der Technik. Die LED ist eigentlich für jeden Anwendungsfall. Egal ob kaltes Licht oder warmes Licht, indirekt oder direkt. Natürlich ist es schwierig, da die passende Lösung für mein Zuhause und für meinen Raum zu finden. Dabei hilft aber der Fachberater. Von elektrischen Christbaumkerzen und Lichterketten gibt es schon längst LED-Versionen. Diese verbrauchen 80-90% weniger Strom, sind deutlich langlebiger und durch die geringe Wärmeentwicklung auch weniger brandgefährlich. Mehr Informationen zur richtigen Beleuchtung finden Sie in den neuen Lebenslinien, dem Kundenmagazin der Salzburger AG, jetzt in Ihrem Postkasten.